Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gucken wir uns die Top 5 der krassesten Gaming-Skandale an und ich würde einfach sagen, los geht's. Der erste Skandal stammt aus einer Spielereihe, die eigentlich jeder von uns kennen sollte und die Rede ist von GTA. Kennt eigentlich jeder, brauche ich nicht erklären. Und zwar aus dem Teil San Andreas, der 2005 erschienen ist. Und in diesem Spiel gibt es eine Sexszene, die heißer Kaffee genannt wird. Denn der Spieler wird von einer netten Dame eingeladen, mit ihr einen Kaffee zu trinken. Und das Ganze artet ein bisschen aus, wie ihr auf diesem Bild sehen könnt. Und das Ganze sollte eigentlich aus dem Spiel genommen werden. Wurde es letztendlich auch, aber die Programmcodes waren noch im Spiel enthalten. Und so konnten einige findige Spieler oder Hacker, was auch immer, diesen Code finden und diese ganze Szene an die Öffentlichkeit bringen. Das gab natürlich einen riesen Skandal, weil sowas in einem GTA-Spiel, das gefiel Rockstar natürlich gar nicht und hat ihnen bestimmt auch einiges gekostet, denn es war eine ganze Welle von Anklagen wegen diesen Inhalten und das Ganze musste auch entfernt werden. Ich find's witzig und ich würde sagen, das war der erste Skandal, wir machen weiter mit dem zweiten. Der nächste Skandal stammt aus der Spielereihe Call of Duty und zwar aus dem Teil Call of Duty Modern Warfare und der ist wirklich relativ krass, weil man hat eine Mission am Flughafen und um nicht entdeckt zu werden und die Mission weiterführen zu können, muss man am Flughafen Passagiere abknallen oder Urlauber, wie auch immer man das halt nennen will. Auf jeden Fall muss man ganz viele Leute am Flughafen abknallen und es gibt auch eine Reihe von Terroranschlägen an Flughäfen und so weiter, wo Bomben explodieren und ganz viele Menschen sterben. Deswegen ist das schon relativ krass. Activision versucht das Ganze zu erklären, indem sie sagen, das Ganze soll ein bisschen abschreckend wirken. Allerdings kriegt man im Spiel keinerlei Konsequenzen mit dem, was ihr tut. Das heißt, ihr knallt die Menschen ab und die Mission geht weiter. Und für mich wirkt das jetzt nicht sonderlich abschreckend und verherrlicht das Ganze ein bisschen. Deswegen finde ich das Ganze schon recht interessant und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Skandal. So, machen wir weiter mit der Spieleserie Mass Effect. Davon gibt es, glaube ich, mittlerweile 3 Teile. Ich habe bisher noch keinen gespielt, aber ich kenne das Ganze natürlich. Und da gibt es auch wieder ein paar Sexszenen in den ganzen 3 Spielen. Ich glaube, keine Reihe ist so bekannt für die ganzen ausschüssigen Szenen wie Mass Effect. Auf jeden Fall wurde im ersten Teil so eine Art Weltraum-Sexszene angedeutet. Und deswegen ist das Spiel oder der erste Teil in Singapur und ein paar anderen asiatischen Ländern verboten. Finde ich auf jeden Fall witzig. Ich glaube, in Deutschland sind die ganzen Szenen noch drin. Ich meine, gibt's in GTA und so weiter gibt es ja auch solche Szenen. Aber es ist auf jeden Fall ganz witzig, dass in Singapur wegen so einer banalen Sache eigentlich so das ganze Spiel verboten wird. Ist auf jeden Fall witzig. Ist jetzt auch jetzt nicht so ein Riesenskandal, finde ich, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Machen wir weiter mit einer Person und nicht einem Spiel. Und zwar geht es um Jack Thompson. Das ist ein Anwalt, der berühmteste Anwalt, der sich für den Verbot von Videospielen einsetzt, dass halt jegliche Gewalt und Shooter zum Beispiel verboten werden. Er zog vor Gericht Zusammenhänge zwischen Amokläufen und Videospielen und war halt für ein Verbot. Vor allem Grand Theft Auto war ihm ein Dorn im Auge. Und ich zitiere ihn einfach mal. Er meinte, GTA 4 sei die tödlichste Bedrohung für Kinder seit dem Poliovirus. Und das ist schon recht krass, ein Videospiel mit einem Virus zu vergleichen, der etliche tausend Menschen tötet. Natürlich machte er sich mit seiner Aktion auch bei anderen Kollegen unbeliebt und 2008 wurde ihm letztendlich die Lizenz zum Anwalt weggenommen, was, glaube ich, ganz gut ist. Ich denke, er hätte sowieso nie Erfolge gehabt, aber auf jeden Fall eine Bedrohung für die Videospiele weniger. So, der letzte Skandal ist wirklich krass und stammt aus einem Spiel, aus einer Zeit, zu der ich noch nicht mal geboren war. Und zwar machte sich eine Videospielfirma namens Mystique in den 80er Jahren vor allem durch erotische Spiele bekannt. Ja, diese Videospielfirma brachte 1982 ein Spiel auf den Markt, das hieß Custer's Revenge. Und das Spiel war wirklich ziemlich strange, weil das Ziel war es, mit einem nackten Cowboy zu einer nackten Indianerin zu kommen und sie anschließend zu vergewaltigen. Ihr habt richtig gehört, das ist ein komisches Spiel und ich denke, dass das Ganze auf jeden Fall verboten werden sollte. Aber das Komische daran ist, dass das Ganze sich 80.000 Mal verkauft hat. Mann, das sind fast 100.000 Menschen, die dieses Vergewaltigungsspiel unterstützt haben und das Ganze gespielt haben. Ist auf jeden Fall erschreckend und macht mich ein bisschen nachdenklich. Wieso so ein Spiel überhaupt auf den Markt kommt, prüft die vorher keiner? Ach, keine Ahnung, ich glaube, zu dieser damaligen Zeit war das Ganze noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall
Ja, das war das Ganze. Der Skandal hat mich am meisten überrascht. So, das war's mit den 5 krassesten Gaming-Skandalen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's Spaß gemacht. Das Ganze rauszusuchen war wirklich interessant. Und vielleicht gibt's da noch einen zweiten Teil. Zeigt das Ganze einfach mal mit einem Like, dass ich das sehe. Und ich muss das Video jetzt ohne Internet hochladen, weil wir sind umgezogen. Seht ihr, denke ich mal. Und freut euch auf eine Zeit mit sehr experimentellen Videos ohne Internet. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.